Jo Leute, was geht? Freunde, wenn ihr wow sagt, müsst ihr das Video von vorne starten. Dann habt ihr verloren, Leute. Ich würde sagen, wir starten mit dem Video. Wir gucken uns das Ganze auf dem Kanal von MemeCow an. Und zwar try not to say wow. Ich werde natürlich auch versuchen, Leute, wenn ich wow sage, müsst ihr das Video unter keinen Umständen neu starten. Also Leute, lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und wir starten. Let's go. This man is getting his airway cleaned out professionally. Okay, warte. Ey, das ist genau das, was ich gerade brauche. Leute, ich war doch der einohrige ID-Zock vor ein paar Tagen. Der nullohrige ID-Zock. Ich habe nichts gehört. Und dieser Typ kriegt jetzt sein Ohr gereinigt, glaube ich. Oder es ist die Nase. Ich weiß es nicht. Aber ja. Oh mein Gott. What? Ich glaube, er hat die Nase gereinigt bekommen, oder? Ist das Ding gerade durch seine Nase in den Mund reinge... Not my mouth that time. Try not to smile. If you lose, you spend 5 years in jail. Ich smile nicht. Jetzt kommt safe ein Jumpscare. Ich lache nicht. Here we have a very pregnant woman, or do we? Oh. Schade um das Kind. This man wore his ring for a time long enough for it to create cuts into his... Was? Der hat seinen Finger lang genug getragen, dass der Ring durch das Skin. The body's natural reaction is to heal the wounds, which result... Oh, also wenn da eine Wunde kommt, dann ist die natürliche Reaktion des Körpers, dass die Wunde geheilt werden soll und zusammenwächst. Aber dann ist es immer tiefer und tiefer gegangen und deswegen hat sich das drüber... Oh, ist das ekelhaft. Scar tissue formation over the backside of the band. Bro, der hat einfach den Finger im Finger. Ring got embedded in den Ring im Finger. To his finger. Unfortunately, surgery is the only solution to remove it. Say bye bye to this building. Bye bye. Auf Wiedersehen. Oh mein Gott, diese... Achso, ich dachte gerade, das wäre ein Luftballon. Das sind einfach... Das ist einfach... wie nennt man das, diese Leggings? Fake tears to a cat that is asleep. Bro, lebt diese Katze? No way, die Katze schläft mit offenen Augen. Ich dachte nicht, dass es sowas gibt. Die schläft mit offenen Augen. Und ich glaube, das ist eine Erkrankung, weil sie hat ja eine Salbe, die das behandelt. Ja, damit es nicht vertrocknet, weißt du? Go ahead, you talk. What are you doing? This is a pain relief method used by massage people. Ja, macht mein Physio auch. Das knackt alles. Oha. Flüssiger Stickstoff. Ja, müssen die Reste noch gehen. Die Reste müssen noch weg. Ja, Mann. Jetzt haben wir so schöne, kalte Wolke. Guckt euch das mal. Oh, sind das Hunde? Die sehen aus wie Gehirne, Alter. Nein, nee, Alter. Die Armen. Take a look at what happened to this girl's eyes because of an allergic reaction. Oh mein, das darf ich sagen? Oh mein Gott, sie hat eine allergische Reaktion gegen irgendetwas und ihre Augen werden einfach gelb. Man könnte fast schon meinen, sie ist The Witcher, also ein Hexer. I f***ing look like Sid off of Ice Age. Die sieht wirklich ein bisschen aus wie Sid aus Ice Age. Like, I'd look 110... Die Arme. Wait. Bro, du hast eine Zahnspange? Was bringt die denn, wenn du die ganzen Zähne auch wieder abnehmen kannst? A hora que você for tomar banho, você tem que lavar o cu também. Você não sabia disso, não? Yo. Alter. Ich dachte schon, hä, da kommt da noch ein Mensch da hervor oder was ist das hier Flauschiges? Oh no, he dropped his phone in an alligator pit. In the middle of a crocodile pit.
Well done, sir. Good hand. Was macht man dagegen? Oh! Oh! Ey, ich weiß, Leute. Früher, ich war ja Leichtathletik, ne? Und diese Teile, ich hatte immer Angst vor denen. Immer. Ich hab sie ab und zu vielleicht mal umgeworfen, ne? Wenn man da drüber springt. Man macht ja so einen Hürdenlauf, ne? War tatsächlich etwas, was ich sehr mochte, weil du musst halt Laufen, Sprinten mit Springen kombinieren und dann kombinieren, dass es halt perfekt getimed ist. Aber der macht eine Arschbombe auf das Ding drauf. Herzlichen Glückwunsch. Oh mein Gott. Tadeo! Karma! Was machst du mit Tadeus? Der hat schon den schlimmsten Job der Welt. Und du machst so etwas? Das gibt's ja wohl nicht. Bam! Das hat sie wirklich verdient. Das hat sie wirklich verdient. Das ist Karma. This girl is washing her underpants on an airplane. Bra, Alter, wie ekelhaft. Die wäscht ihre Unterwäsche mit Wasser zum Trinken auf ein... Warum macht sie das? Ich würde mich gerne fragen, warum macht sie das? Bro, die riecht da noch dran. Alter, ist das ekelhaft. Nee, du hängst das jetzt nicht auf und du trocknest das jetzt nicht mit... Du trocknest das jetzt nicht mit dem Flugzeugventilator. Nein, oh, nee. No. Jetzt kommt's, das ist Super Mario. Unglaublich. Wie geht das? Alter, die haben neues Flugzeug erfunden. GTA-Cheat aktiviert. GTA San Andreas-Cheat. Fliegende Fahrzeuge. Wie geht das? Das ist doch ein Boot. This worker found an easy way to design the outside of the house. Oh, smart. Sieht auch gut aus. Ich dachte, das ist ein Zugang zum Dixie-Klo. Das sieht doch aus, als würdest du in ein Dixie-Klo reingehen. Aber nein. Für die Leute, die sich mal trauen, ab und zu da mal hinzugehen und sagen, oh, nicht schon wieder Dixie-Klo. Nein, hier ist die Überraschung. Herzlichen Glückwunsch. Luxustoilette für dich alleine. El baño está adentro. A esto le llamo creatividad bañística. Oha, die Pissoirs sind so sogar mit Trennwänden. Das haben wir in Deutschland nicht. Oh, was macht er? Okay. Ich verstehe nicht, was das wird, aber irgendwas fällt da gerade ab. Sieht sehr satisfying aus. Ja, sieht gut aus. Hey. What's in the sink? Ist das eine Ratte? Ist das eine Ratte? Ist das ein Otter? Es ist ein Affe. Ist ein Schimpanse? Ja, guck mal, wie der gechillt ist. Der chillt sein Leben. Warum? Warum gucke ich mir das an? Was passiert? This is how a tattoo artist prepares their tattoo. Okay. So bereitet eine Tattoo-Artist ihr Tattoo vor. Ne? Erstmal rasieren, ne? Damit da keine Haare im Weg sind. Dann natürlich desinfizieren. Alles Mögliche wegrasieren. Dann macht sie, glaube ich, mit dem roten Marker die Position der Schablone festlegen, so wie das aussieht. Und dann fängt sie an, das, glaube ich, auf die Haut zu kleben. Ist das machbar? Und dann macht sie... oha, okay, cool. Also die muss das nicht nachzeichnen. Sie klebt quasi einfach diesen Aufdruck drauf. Und das muss sie jetzt erstmal rein tätowieren, ne? Nee, sie malt es doch nach, oder? Nee. Was mit dem Typen falsch?
Das ist lustig. Boah, ist das schön. Was ist das, Leute? Was könnte das sein? Ist das Silikon? Oh, das sieht so nice aus. Oh, Leute, ist das angenehm. Oh, ist das angenehm. Das ist so angenehm. Take a look at one of the coolest slides in the world. Oh, wir haben endlich mal wieder eine Wasserrutsche, Leute. Endlich mal wieder eine Wasserrutsche. World. Mit einem Display. Oh, ist das laut. Bro, wie laut. Yo, das sieht schön aus. Eine entspannte Wasserrutsche. Das Tempo ist okay. Ja, nimmt ein bisschen an Tempo zu. Aber geht immer nach links, dann geht es nach rechts, dann geht es nach vorne und hier landet es dann am Ende. Ist das eine Spinne? Ist das eine echte Spinne? Kann man sagen, dass es eine echte Spinne ist, oder? Bro, das ist keine echte Spinne, oder? Das ist jetzt keine echte Spinne. Das ist keine echte Spinne, oder? Das ist keine echte Spinne, bitte. Das ist keine echte Spinne. Bro, ich guck jetzt nicht hin. Ich habe Angst, dass mich das jetzt erschreckt. Bro! Was ist das? Was ist das? Las Patas. Was heißt Las Patas? Sieht aus wie Mr. Krabs, so groß die Spinne. Das ist keine echte. Das ist keine... Bro! Das ist niemals eine echte Spinne. Check out this impressive makeup artist. Was macht sie gerade? One child a week is no good to me. I demand. Maximum results. Do I make myself? Ich habe so das Gefühl, wird das The Grinch? Who spoke? Oh. Who dares to argue with me? It was you? You dare to argue with me? Wer ist das? Stupid witch who answers back must burn until her bones are black. A foolish witch. Is that a prey? Noch ein paar Haare drauf. Ich weiß nicht, was es war. I don't know. Ich hab jede Ahnung, wer das war. Okay, das soll jetzt ein Trick sein. Ach so, also man soll jetzt versuchen, die Plastikfolie in der Aluminiumschale rauszufiltern, damit man eine schöne Plastiktüte hat. Habe ich das richtig verstanden? Der Bray macht das jetzt nach. Alter, das ist so viel Aufwand. Ja. So, bis der Lack ab ist. Die Hände sind komplett broken danach. Alter, was macht er jetzt? Auf einen Stab? Ja, ich hab's gesehen. Oh, das ist, glaube ich, irgend so ein Klärmittel, ne? Das scheint Aluminium aufzulösen in Flüssigform, ne? Kann das Chlor sein? Reagiert Aluminium und Chlor miteinander? Alter, wie viel? Für so ein Experiment sowas, so viel Chemikalie zu verschwenden... Unglaublich. Hast du noch eine größere? Das passt nicht komplett rein, oder? Ah, doch, es passt. Oh Gott. Oh nee, jetzt lässt du das auch noch auf ein Holz abtropfen. Okay. Oh Gott.
Ja, jetzt wartet er. Part 2. Hä? Was ist denn jetzt? Wir sehen jetzt in... Meine arme Lebenszeit! Meine Lebenszeit ist verschwunden. Wow. Ich habe keine Ahnung, was das gerade ist, Leute. Sind wir hier in Harry Potter? Ist das jetzt irgendwie der neue Film von Harry Potter? Ist das ein Swimmingpool, was wir da sehen? Ist das ein Swimmingpool, der überschwemmt ist? Was ist das, was ich gerade da sehe? Ich sehe das Ende der Welt. Was ist das? Das sieht mir jetzt mittlerweile mehr nach Special Effects aus. Ich glaube, das ist eine spezielle Halle, oder? Here is a cool T-shirt design by hand. Okay. Ein T-Shirt Design. Ich weiß echt nicht, ob diese Musik copyrighted ist. Okay, ein Z malt sie gerade. Jetzt malt sie das noch ein bisschen mit einer gewissen Tiefe, dass das so leicht schattiert aussieht. Ja, ganz schön. Wir skippen mal ein bisschen nach vorne, Leute. So. Sieht ein bisschen aus wie dieses S, was man gezeichnet hat. Und jetzt malt sie den nächsten Buchstaben. Oh, das gefällt mir eher mehr, so diese Unterschrift. Hast du Bock, mein Merch zu designen? Zion. 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 Ja, es... Oh, jetzt wird's noch koloriert. Jetzt schön mit Farben ausgefüllt. Und yes, am Rand auch noch. Oh, ja, oh, da, ja, doch. Ja, ich find's auch cool. Und das Video endet einfach so. Alles klar, Leute, damit würde ich sagen, das war's vom Video. Habe ich in diesem Video wow gesagt? Ich habe selbst nicht in Erinnerung. Habe ich irgendwo wow gesagt? Also bis auf jetzt, ne? Weil jetzt ist Challenge vorbei. Habe ich das irgendwo gesagt? Ja, nein, schreibt's in die Kommentare. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal gerne, Leute. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. IDs raus, haut rein und ciao.